Und ich sage jetzt guten Abend nach Flensburg zu Professor Paul Yu Ui, dem Leiter der Forschergruppe Fossil Exit. Guten Abend. Guten Abend. Professor Ui, Sie sind ja nicht nur Leiter der Forschungsgruppe Fossil Exit, Sie lehren an der Uni in Flensburg, auch an der TU Berlin, und Sie gehören Scientists for Future an. Und dann haben Sie auch noch mitgearbeitet an dem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das ist ganz schön viel. Und letztendlich kommen Sie ja zu dem Schluss, eigentlich braucht es diese Kohle gar nicht mehr, die da unter Lützerath liegt. Warum denn eigentlich? Genau, wir haben uns in diversen Studien angeschaut, wie viel Kohle wir in Deutschland noch haben und wie viel wir noch benötigen für die nächsten Jahre, und kommen zu dem eindeutigen Entschluss, dass es eine sogenannte energiewirtschaftliche Notwendigkeit. Das heißt, damit suggeriert man ja immer, wenn wir die Kohle unter dem Dorf nicht nutzen, dann gehen irgendwo die Lichter aus, so ein Blackout-Szenario. Diese Notwendigkeit ist nicht vorhanden. Man muss dabei aus unserer Sicht einfach ganz klar unterscheiden zwischen der Frage, ist es möglich, die Kohle unter Lützerath noch irgendwie zu verbrennen und damit Gewinne zu machen? Und das ist wahrscheinlich der Fall, da, wie gerade schon angesprochen, die Preise einfach sehr hoch sind. Aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, um die Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten, dass wir genau auch an diese Kohle gehen. Sie haben ja als Mitglied von Scientists for Future auch einen offenen Brief an die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen geschrieben und gesagt, nein, also stoppt das doch, das ist nicht nötig, eben aus dem Grund, den Sie da hatten. Allerdings, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und wir wissen, dass unsere Energie so fragil ist, dass unsere Lebensader so abgeschnitten ist, glauben Sie wirklich, dass man darauf setzen kann, dass Ihre Berechnungen stimmen? Ich denke, dass wir immer mit gewissen Unsicherheiten rechnen müssen, wenn wir in die Zukunft schauen, da wir einfach nichts mit Sicherheit vorhersagen können. Nichtsdestotrotz sind wir uns sehr sicher, dass wir bei entsprechendem Zubau der Erneuerbaren, was die Regierung ja auch plant, nicht mehr so viele Fossile in der längeren Frist brauchen. Aber das Und ist ja ich möchte genau, aber das noch ist ja genau der, die große, ja, sagen wir mal, die große Wolke. Keiner weiß, ob tatsächlich die geplanten erneuerbaren Energien, ob es nun Windkrafträder sind oder Solaranlagen oder was auch immer, ob die tatsächlich gebaut werden können. Da ist die Bundesregierung ja heftig im Verzug. Und da ist in dem Zusammenhang dann aber die Frage, ist es dann notwendig, heute schon Tatsachen zu schaffen in bestimmten Bereichen, wo es diverse Alternativen gibt? Wir sagen ja gar nicht, dass es gar nicht mehr notwendig ist, überhaupt irgendwo irgendwelche Kohle abzubaggern oder dass alle Kohlekraftwerke morgen stillstehen sollten. Unsere Aussage ist, dass diverse Modelle zeigen, es ist möglich, bis 2030 in Gesamtdeutschland auf Kohle zu verzichten. Möglicherweise gibt es dann noch ein paar Kraftwerke, die auf Reserve fahren, aber nicht mehr Kohle brauchen. Aber die Frage ist dann eben, es kommt letztendlich auf vielleicht so plus minus 10 Millionen Tonnen an, ob ich dieses Dorf abbaggern muss oder nicht. Und ist es dann wert, für diese 10 Millionen Tonnen Braunkohle, die ich fördern will, diesen volkswirtschaftlichen Schaden, dieses Vertrauen auch in die Wählerinnschaft zu verletzen, sage ich mal? Oder gibt es da nicht auch andere Alternativen? Ich könnte beispielsweise zusätzlich mehr Energie einsparen. Wir haben 10 Jahre Zeit, um das zusätzlich umzusetzen. Wir müssen nicht die Entscheidung jetzt schon treffen. Wir sagen deswegen als Scientists for Future ein Räumungsmoratorium, um einfach nochmal ausführlich darüber zu sprechen, da dieser Deal im Hinterzimmer geschehen ist. Und das ist die große Kritik an der aktuellen Politik, dass da etwas entschieden wurde, wo nicht ausreichend die Grundlagen bekannt waren und jetzt die Gemengelage der Studien auch klarer und eindeutig ist und man deswegen das Ganze auch neu bewerten muss. Und das ist der Punkt, also Sie der von jetzt Ihnen sozusagen angesprochen. Einfach noch mal ein Innehalten und noch mal neu nachgucken. Aber in Lützerath wohnt ja schon keiner mehr, außer Aktivisten. Und der Tagebau ist ganz dicht dran gerückt. Also das ist jetzt ja auch nicht mehr so richtig gemütlich da. Ich glaube, das, was da missverstanden wird teilweise, ist, Lützerath ist jetzt zwar zum Symbol geworden, aber es geht den BewohnerInnen jetzt ja nicht darum, die Häuser zu retten. Es geht darum, dass Lützerath einfach auf sehr viel Kohle liegt und dementsprechend geht es darum, zu verhindern, dass diese Kohle verbrannt wird. Das, was vorhin angesprochen wurde, dieser Kohleausstieg, der von 2038 auf 2030 vorgezogen wurde, das hat nicht diese Reduktion von 280 Millionen Tonnen bewirkt. Diese Reduktion von 280 Millionen Tonnen wäre ehrlicherweise eigentlich das, was die vorherige Regierung geschafft hat, nämlich ein Kohleausstieg von ungefähr 2050 auf 2038 umzusetzen. Das ist nur jetzt erst von der Bundesregierung umgesetzt worden und deswegen schreibt die neue Regierung sich das zu Buche. Dieses Vorziehen auf das Jahr 2030 bringt letztendlich gar keine große CO2-Einsparung, weil man stattdessen erlaubt hat, dass die Kohlekraftwerke in den nächsten Jahren länger laufen als ursprünglich geplant. Ja, aber das und war deswegen ja ist dieses Moment, da muss ich jetzt mal gerade einhaken, Professor Ui. Ja, aber das war ja, als das ausgehandelt wurde und Sie haben ja eben gerade gesagt, das war ein Hinterzimmerdeal, das war gar nicht transparent. Im vergangenen Oktober war das ja. Da war es ja so, dass wir alle uns wahnsinnig
einige Sorgen gemacht haben und wirklich Angst davor hatten, dass es hier einen Blackout gibt in Deutschland. Diese Angst, die besteht ja weiterhin noch. Gleichzeitig, während wir reden, gibt es überall genau diese Sorge und Menschen bereiten sich darauf vor. Dem muss man ja auch Rechnung tragen. Ich glaube, Menschen bereiten sich darauf vor und die Industrie und auch die Wirtschaft und die Ministerien haben alles Mögliche getan. Wir sehen aber auch gleichzeitig beispielsweise im Bereich Gas, dass wir eine über 90-prozentig gefüllte Speicherstände haben in Deutschland. Auch in Europa sind die Speicher voll. Die Bundesnetzagentur hat letzte Woche festgestellt, dass sie nicht mit einer Gasmangellage in Deutschland rechnen wird diesen Winter. Wir sehen, dass wir ausreichend LNG-Kapazitäten in Europa gesichert haben. Wir haben zusätzlich sogar eigentlich fast zu große Kapazitäten von neuen LNG-Terminals in Deutschland bereits jetzt und im nächsten Jahr, die ans Netz gehen, sodass die Kapazitäten, die durch Nord Stream 1 verloren gegangen sind, schon bei Weitem überausgelastet werden können durch andere Importe. Das heißt, diese Gasmangellage, die wir vor einem halben, dreiviertel Jahr hatten, wo man dann vielleicht auch Handlungen schnell getroffen hat, was ich komplett nachvollziehen kann, sieht jetzt anders aus. Es Aber da gibt müssen wir immer ja noch auch sehr gar nicht hohe mehr Energie Preise. einsparen, Professor Uwe, wenn ich Doch, das es mal ist zu, trotzdem. müssen wir trotzdem sparen, ja? Weil Sie sagen, wir Genau, haben also ich. keinen Gasmangel, wir haben genügend Kapazitäten. Also die Botschaft höre ich jetzt hier gerade, die kommt bei mir gerade Nee. an und ich spare zu Genau, Hause. das ist dann. Kalt. Nee, also das möchte ich klarstellen. Also es ist so, dass ich sehe absolut kein Risiko, dass es irgendein Blackout geben wird oder dass wir irgendwie zu wenig haben. Das, was trotzdem der Fall ist, ist, dass die Preise trotzdem noch deutlich höher sind, als sie früher der Fall waren. Das heißt, es lohnt sich für jeden Haushalt, egal ob privat oder Industrie, weiterhin Energie einzusparen, weil es einfach kostengünstiger ist, sonst die Nachzahlungen zu hoch sein werden. Und letztendlich haben wir natürlich auch diese entspannte Situation, weil die Leute es geschafft haben, entsprechend einzusparen. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass wir genügend Alternativen haben, um diesen Strom, das bisschen Kohle, was da zusätzlich gewonnen werden kann, wenn ich auf den Tagebau so fahre, wie RWE ihn fahren will, den kann ich anderweitig ersetzen. Das Es sagt gibt Professor, wir Alternative für. müssen. Ja, ich glaube, Ihre Botschaft ist angekommen. Es sollte nochmal Okay. überdacht werden. Es gibt alternative Möglichkeiten, sagt Professor Paul Juuy, Leiter der Forschungsgruppe Fossil Exit. Danke Ihnen nach Flensburg. Danke Ihnen. Wiedersehen.